Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei XBRP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in der fauchenden Ödnis, immer noch. Haben in der letzten Folge das Venantori Hauptlager auseinandergenommen. Ich denke, das wird nicht von langer Dauer sein. Die Kollegen spawnen ja relativ fix wieder nach. Und wir machen uns jetzt auf den Rückweg, weil hier geht es jetzt nicht weiter. Hier ist das Ende der Welt quasi fast. Wir haben in der letzten Folge hier drei Gegner gesehen. Keine Ahnung, wo die herkamen. Herkommen, wie auch immer. Wenn sie denn jetzt noch da sind, werden wir sie uns noch schnell zu Gemüte führen. Das war doch hier unten, ne? Ja, war hier unten. Blutbedecktes Venantori-Tagebuch. Die Einträge in diesem Tagebuch wechseln zwischen einer eleganten, ausgewogenen Handschrift und einem schiefen Gekrackel. Ich hätte nie erwartet, hier so eine Ruhe vorzufinden. Keine schnatternden Mengen, keine Ablehnung. Ich wäre gern auf dem Land geboren. Enttäuschend ist lediglich, dass hier die Übersetzung überprüfen soll, eine Hilfsarbeit. Aber abends kann ich meinen eigenen Studien, ohne abgelenkt zu werden oder befürchten zu müssen, wegen meiner Lektüre als Abtrünniger gebrandmarkt zu werden. Es ist Zeit, meine Möglichkeiten auszuloten. Der Älteste hat Geister gebunden, von denen ich gedacht hätte, dass dazu kein Magier in der Lage ist. Wir sprechen davon, dass er ein Gott wird, denn ein Sterblicher ist er mit Sicherheit nicht mehr. Was muss man tun, um so ein Wesen zu werden? Ausgezeichnete Frage, und es muss reichen, in seinem Glanz zu baden, und dennoch plagt mich die Neugier. Erhält der Älteste seine Macht von Dämonen? Ich habe viel darüber gelernt, sie zu beschwören und zu binden. Es war überraschend, so viele aus dem Zirkel bei den Venantori wiederzufinden, und alle sprechen völlig frei über Riten und Rituale, die im Reich verboten waren. Sie bieten so viel Macht für so wenig Blut. Aber ich darf nichts überstürzen, so verlockend es auch ist. Bin ich nicht fähiger und mächtiger geworden? Ich darf keine Aufmerksamkeit auf mich lenken. Wir gehen, sobald die zwergischen Relikte ausgegraben sind. Wir bleiben nicht zurück, um die Bindung der Bewohner des Nichts nach unserem Willen zu üben. Obwohl es hier so einfach wäre an einem Ort, an dem der Schleier so dünn ist. Ich bin dieser Angst überdrüssig, der Angst vor dem, was ich mir selbst antun könnte, der Angst, mit diesen Gelegenheiten entgegenzulassen. Ich muss sie hinter mir lassen, die Bindung eines mächtigeren Dämons ist gefährlich. Aber meine Fähigkeiten haben sich verbessert. Was sonst zeigt den anderen, wozu ich fähig bin, was ich zu bieten habe? Ich bin ein Magier des Reichs und ich werde mein Geburtsrecht beanspruchen. Die Geister werden durch die Schleier meine Macht erkennen und auf den Knie fallen, oder ich zwinge sie dazu. Seiten aus einem Tagebuch? Ich will gar nicht wissen, von wem das stammt. Danke. Okay, wo sind die drei denn, die Flubbis da? Müssen jetzt hier irgendwann erscheinen. Wo sind wieder die despawned? Schauen wir mal. Yeah, da hinten geht's weiter, okay. Ein paar Kräuterlis. Na? Kommen wir doch jetzt wieder zum Lager hoch, ne? Kann das sein? Ich meine, sehr nice. Wollte mich ja eigentlich hochporten, aber wenn wir jetzt schon mal da sind, dann kann man den Weg auch schnell hochlatschen. Da müssen wir hoch, wenn es denn geht. Dann müssen wir durch diese Mine zurück. Hallo? Wie, du gehst ja jetzt nicht hoch. Sieht sehr steil aus. Aber sie schafft das. Prima. XP
Kasperer, freu dich nicht zu früh. Du bist nämlich noch nicht da. War doch hier, ne? Hier müsste doch das Lager sein, oder? So, sind die schon wieder respawned? Das ist das, was ich gesagt habe. Ich verstehe es nicht. Ja. Oh, schönen guten Tag, die Herren. Mal eben. Bullen geht's gut. Wir sind hier falsch. Glaube ich. Wir sind hier falsch. Da müssen wir uns doch porten, weil sonst müssen wir jetzt den ganzen Weg da hochlaufen. Oder? Müssen wir doch theoretisch, ne? Ja, komm, latsch mal. Weil sonst haben wir jetzt 2 Minuten Ladebildschirm, dann lieber 20 Sekunden laufen. Wir müssen nur noch ein Lager finden. Und vielleicht noch 1, 2 Risse und einen Drachen. Den haben wir auch noch nicht gefunden. So, wir sind... Das Lager ist jetzt hier unten. Das haben wir alles schon gemacht. Wir müssen also jetzt... Das Lager ist rechts und wir müssen jetzt runterklettern und dann hier hinten entlang... So. Wo ging's weiter? Hier. Schwupps. So. Wo war da die Treppe? Nach unten? Hier. Da ist die nächste Treppe. Leiter. Entschuldigung, Treppe ist was anderes. Das ist eine Leiter. Und da hinten ging es dann auch runter. Hier. Sonst nirgendwo, ne? Nur hier. Ja. Felsspitzenkamm. Oha. Geht's hier noch weiter runter? Ja. Hier scheint noch was zu sein. Quasi ein Grab. Sehe ich das richtig? Tatsächlich. Und was ist hier? Achso, nix. Das hier. Ich habe gerade so eine Blutspur. Was ist denn das denn? Pirscher. Habt ihr auch eine Mama? Die groß ist und fliegen kann? Explorer, geh ins Grab. Nein, wir gucken jetzt mal eben. Okay, und haben wir noch so ein Lager von den Venatori. Hier scheint es nicht wirklich. Da kommen wir höchstens. Okay. Was sagt denn die Karte? Da müssen wir ein bisschen. Was haben wir hier noch? Scherben. Ein Lager. Hier habe ich einen Punkt hingesetzt. Brauchen wir nicht. Kontrolle. Und ein Riss. Okay. Was? Haben wir Aggro gezogen? Nein. Komm, wir gehen ins Grab. Wenn wir denn reinkommen. Kommen wir natürlich nicht. Wir können was aktivieren. Was uns nicht weiterbringt. Schade. Okay, dann geht's runter. Ist da unten noch irgendwas?
Ist wahrscheinlich. Was? Hier ist wahrscheinlich eher nix. Haben wir Agro? Ja, wir haben Agro. Kollege, was ist los? Nicht mal Elite-Viecher. Schlangenstein. Mhm. Pirscherschuppen. Ist hier nur ein Durchgang? Zur anderen Seite? Ja. Na? Was ist hier los? Das Lager, die kämpfen gerade. Wir schauen uns nochmal eben um. Ja, Schlangenstein brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da haben wir noch mehr Erze. Ja, dann räumen wir das Lager mal auf hier. Wenn wir denn gerade hier sind und die gerade beschäftigt sind. Nehmen wir uns die paar XP noch mit. Das war's. Was haben wir hier noch? Hä? Okay. Was? Wir haben doch geplündert. Todeswurzel lassen wir. In welche Richtung sollen wir jetzt? Eine Scherbe. Da oben. Das letzte Lager. Kommt in greifbare Nähe. Zwei Scherben fehlen noch. Da ist der Riss. Ach, habe ich mich gerade erschreckt. Freunde, schönen guten Tag. Kommen jetzt hier alle oder ist hier... So, mal eben zack. Und zack. Ist das jetzt auch der letzteres? Ich glaube ja, ne? Schilden. Ohne. Löwe. Karems. Wir schilden nochmal. Erfolg freigeschaltet. Dämonenschlechter. Mein Gott. Mein Gott. Hartnäckig. Was haben wir hier? Todeswurzel. Das Ende der Welt. Was ist das denn? Hm. Ploppt mal eben nochmal ein Lager auf. Ganz allein gemacht. Hey, hey.
Blut. So. Hier scheint es weiter runter zu gehen. Der Koloss. Okay, das ist da, wovon wir die Skizze gefunden haben. Okay. Da müsste es reingehen. Oder beziehungsweise gibt es da irgendwas? Laut Skizze. Ups, Entschuldigung. Aber hier ist sonst nichts, ne? Hier ein Pflänzlein. Das lassen wir im Lunch, bevor wir da jetzt runterlaufen. Würde ich sagen, machen wir das Lager eben noch. Da hinten ist es. Da. Was wir haben, haben wir. Bevor wir jetzt runterlaufen, dann wieder hoch müssen, erledigen wir das noch eben. Was bist du? Lasurit. Auch kein Drache hier, ne? Wieder Pirsche. Hm. Wieso zeigt er uns hier noch den Riss an? Es ist Buggy-Buggy-Buggmann. Das nächste Lager. Okay, schauen wir mal. Können wir die Requirierung... Guck mal, da sind die schon wieder respawned. Haben wir genug Ärzte gesammelt? Neverit? Jo. Okay, wo ist er? Hier. Sonnensalbe. Die nächste. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Lasst hören. Setzt mich ins Bild. Das hier könnte sich als nützlich erweisen, Sir. Die haben wir auch. Die nächste dürfen wir jetzt wieder nicht herstellen, können wir uns wieder die Ärzte fehlen. Was ist denn da unten los? Es gibt Neuigkeiten, Sir. Ja, bitte. Setzt mich ins Bild. Das hier könnte sich als nützlich erweisen, Sir. Mhm. Doch, haben wir auch. Okay. Keine Ärzte. Lass hören. Es gibt Neuigkeiten, Sir. Setzt mich ins Bild. Seht selbst, Sir. Okay. Wir waren fleißig. So, jetzt sollte aber so mal langsam Schluss sein. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Setzt mich ins Bild. Und Level ab. Nützlich sein. Wir machen das mal eben alles. Hier war kein Level ab, ne? Es gibt neue Berichte. Jo. Setzt mich ins Bild. Seht selbst, Sir. Ja. Kinder, das waren wir fleißig. Jetzt Schluss? Inquisitor, ich habe Informationen für euch. Nein. Setzt mich ins Bild. Das könnte uns helfen. Und jetzt? Auch fertig. Tu. Ist jetzt Schluss? Das hier könnte euch interessieren, Sir. Was denn? Setzt mich ins Bild. Das könnte uns helfen. So, dann ist aber Schluss jetzt hier. So. Gut, dann nächste Folge. Gehen wir zum Koloss. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Vor allen Dingen ein Riss. Eine Scherbe.
Eine Scherbe, und dann war es das. Wir haben noch keinen Drachen gefunden. Vielleicht google ich mal zwischendurch jetzt, wo der denn hier steckt, der Guteste. Vielleicht haben wir irgendwie einen Durchgang nicht gesehen und ihn dementsprechend auch nicht gefunden. Ich danke dir draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao ciao.